Hallo auf Hashtag KKL, Kunst, Kultur, Literatur, das Magazin, die Initiative und der Kanal hier. Und wie ihr wisst, unterhalte ich mich auf dem Kanal sehr gerne mit sehr sympathischen Menschen und mit Menschen, die etwas mit Kunst erschaffen und weiteres zu tun haben. Das tut meine Gesprächspartnerin auch, die liebe Lisa Guarcello. Hallo nach Zürich. Bin ich in Zürich? Hallo Jens, nein, nicht ganz. 45 Minuten von Zürich in Ah. Zürich-Oberland. Schön. Aber da in der Gegend. Wunderbar. Ja, schön, dass das mit uns geklappt hat. Du bist eine, ich sage mal, Autorin, aber du bist auch eine Kommunikationsberaterin. Und auf das Thema möchte ich erstmal kommen. Die Kommunikation, was glaubst du, ist das eigentlich das Wichtigste, wenn es um Krisen, Konflikte oder Ähnliches geht? Ist die Kommunikation das Wichtigste? Sind da die meisten Fehler, verborgen? Ja, ich denke, Kommunikation trägt viel dazu bei, ob man sich einigen kann oder ob zwei Parteien einigen können. Ich betrachte die Kommunikation als Brücke. Du bist dort, ich bin da. Und auch wenn wir diverse Meinungen haben, die Kommunikation kann uns als Brücke verbinden. Ja, sehr genau, richtig, ja. Du bist neben der Kommunikationsberaterin auch eine aus unserer Sicht gut schreibende, schön schreibende Autorin. Wie bist du oder wann und wie bist du dazu gekommen zu schreiben? Was war der Auslöser? Wie hast du gemerkt, okay, schreiben, das ist auch meine Ausdrucksmöglichkeit? Ich habe schon als Kind geschrieben. Ich weiß, es hört sich so klischeehaft an. Natürlich in der Grundschule habe ich positive Feedbacks damals bekommen. Dann hatte ich nachher, sage ich mal, mehr als 35 Jahre lang Pause. Und im 2021 habe ich ein Sachbuch geschrieben über Persönlichkeit, und Kommunikation. Und jetzt versuche ich, mich auszudrücken in literarischer Weise, sage ich mal so, meine Emotionen, meine Erfahrungen, Erlebnisse in Bezug, also mit kleinen Geschichten. Ja, und darüber haben wir uns auch kennengelernt, und zwar über deinen Beitrag für unsere Ausschreibung. Und da wollte ich dich mal zu fragen, da hast du einen sehr spannenden, interessanten Text geschrieben. Okay, das war unsere Ausschreibung nach dem Thema, aber was hat dich inspiriert oder was war der Auslöser? Wie ist dieser Text zustande gekommen? Sehr interessant. Wir werden den auch verlinken, damit die Menschen wissen, worüber wir hier sprechen. Wie kam es zu diesem Text? Was hat sich da inspiriert? Ursprünglich hatte ich keine Idee und habe ich noch immer die Idee, über den Tod zu schreiben, die Begegnung mit dem Tod, die Verarbeitung und das in einen kleinen Geschichten einzupacken. Ich schreibe gerade ein kleines Buch darüber und das ist eine Geschichte aus diesem Buch, die ich gerne veröffentlichen wollte und da habe ich auf euch gestoßen. Ja, das hat auch wunderbar gepasst zu der Ausschreibung Rasender Stillstand. Dazu hast du nämlich geschrieben. Und das ist eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr interessante Geschichte. Und ich bin auch gespannt, was das weitere Feedback darauf ist. Jetzt sagtest du ja, du hast ein Fachbuch geschrieben. Das in der Tat habe ich auch recherchiert. Und zwar mit dem wunderbaren Titel Ich rede mit dir. Was ich sehr, sehr schön finde. Das ist für auch zu deiner Arbeit, ne, würde ich mal sagen, was du so den ganzen Tag machst als Kommunikationsberaterin. Wie kam es dazu, zu diesem Sachbuch aus eigenen Erlebnissen oder Erlebnissen mit deinen Klienten aus deiner Ausbildung her? Oder wie kamst du da drauf, auf das Buch? Ich habe damals angewandte Kommunikationspsychologie und Coaching studiert. Ich habe einen Uni-Abschluss und damals habe ich Professor Dr. Professor Julius Kohl kennengelernt, persönlich. Ein renommierter deutscher Wissenschaftler aus Osnabrück. Und so hatte ich die Idee, meine zwei Lieblingsthemen zusammenzubinden: Persönlichkeit und Kommunikation,
Also sprich, wie spiegelt sich die Persönlichkeit in der Kommunikation? Ich wusste aus eigener Erfahrung, dass man weder Zeit noch Energie hat, Sachbücher zu lesen. Es gab sehr viele und spannende Sachbücher, aber seien wir mal ehrlich, nach einem langen Tag hat niemand die Nerven, irgendein Sachbuch zu lesen. Und gerade diese Themen mit Übungen könnten die Leser helfen, im Alltag, egal ob es im Privatleben oder am Arbeitsplatz, Skills zu haben, das einem helfen kann, besser zu kommunizieren. Und dann habe ich gedacht, okay, warum nicht mal ein Buch darüber zu schreiben, diverse Modelle zu zeigen, einfach deutlich erklärt, nicht auf irgendeinem wissenschaftlichen hohen Niveau, aber sehr verständlich für alle, die Interesse haben. Und natürlich, selbstverständlich, Literaturverzeichnis ist am Schluss. Es muss wissenschaftlich basiert sein. Und ja, und ich habe die, sage ich mal, die Prüfung bestanden und habe positive Rückmeldungen bekommen. Ja, genau. Auch unter, auch für das Buch hast du positive Rezensionen auch bekommen, habe ich auch gesehen und auch gelesen. Also die Menschen verstehen auf jeden Fall, was du in dem Buch aussagen möchtest, und es scheint auch eine Hilfe zu sein. Ich bin ja auch unterwegs im Coaching und im Trainingsbereich, und natürlich habe ich auch mit Menschen zu tun, deren Beziehungen, und das ist jetzt egal, ob das privat oder im Business ist, wo die Beziehung irgendwie Konflikte herbeiführt, sage ich mal so. Und da ist es in der Tat so, die ersten drei Punkte, die man da beachten muss, ist halt Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation. Das ist das Wichtigste. Was glaubst du, verstehen wir Menschen uns einfach nicht so gut grundsätzlich, weil wir nicht wissen, wie der andere wirklich fühlt? Oder warum ist das so ein verbreitetes Problem? Ich denke, in einer konkreten Situation handeln wir nicht als rationale Menschen, sondern emotional. Und das ist normal, weil unsere erste Reaktion ist immer emotional. Und wenn das vor unseren Augen steht, dann ist es ziemlich schwer, mich hineinzuversetzen in die andere Person. Und das war meine Grundlage, dass ich sagte, okay, dann, was kann man machen, wenn ich schon mal emotional reagieren will und reagiere. Und erst nachher kann ich eigentlich dann zuhören. Bis dann mag ich schließe mich. Dann geht nichts. Ja, das Aber wenn stimmt, ja. ich die erste Reaktion, sage ich mal, bei mir merke, überwinde, ich habe Tools in Hand, wie ich reagieren kann nachher, dann das ermöglicht dann nachher die Kommunikation, das Verständnis untereinander. Weil seien wir mal ehrlich, wenn ich mich wehre, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, dann höre ich auch nicht zu. Und das ist menschlich, das ist normal. Wir funktionieren so, unser Gehirn funktioniert so. Ja. Deswegen hast du ja auch deinen Titel so schön gewünscht. Ich rede mit dir, dass der andere jetzt endlich mal zuhört. Oh ja, und das sagen meistens die Frauen, sage ich mal. Ja, wir sind halt auch sehr, sehr unterschiedlich. Also erst einmal haben wir Ratio und natürlich die Emotion, ne, beide Seiten. Aber da kommt dann natürlich noch viel mehr zu, ne, wenn man sich ein bisschen mit Typologie so auseinandersetzt, dann gibt es ja verschiedene Typen einfach, ne? Und manche können leichter hinhören und manche halt nicht, ne? Manche sind eher mit sich beschäftigt, manche eher mit den anderen beschäftigt und so. Da ist es schon ein bisschen schwieriger. Und darüber hinaus gibt es auch noch in verschiedenen Kulturen ja auch noch ganz unterschiedliche Kommunikation, ne? Jetzt bist du da auch in dem Bereich, was Kulturen betrifft, so unterwegs, was die Kommunikation betrifft? Ja, also ich habe eine freiwillige Arbeit, wo ich wohne und ich betreue Migranten, Migrantinnen aus, sage ich mal, aus dem islamischen Kultur, aus Afrika. Und natürlich kommunizieren sie ganz anders als wir. Also sie sagen zum Beispiel nicht offen ihre Meinungen oder sie versuchen, sage ich mal, sehr, sehr
anzupassen. Und dann sagen, ja, ich mache das, sage ich, ich mache das, aber sie machen das nicht, weil sie damit innerlich nicht einverstanden sind, was zum Beispiel ich oder meine Kollegen sagen. Und das ist Ordnung so, aber man muss dann merken, Ja. und das merkt man nachher. Und dann kann man das ein bisschen angehen, nicht direkt ansprechen, aber so auf Umwegen. Ja. Und du bearbeitest ja Rauszuspüren, kommt, ja. 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 Und Rauszufinden. natürlich, die Kultur ist auch noch Ja. ein bisschen andere. Man sieht so, also Frauen und Männer werden ja unterschiedlich gesehen und dadurch muss man ja andere Ansatzpunkte ja auch finden. Aber du machst ja auch die Kommunikation nicht nur verbal, sondern du beschäftigst dich ja auch wahrscheinlich mit der Körpersprache oder auch der Mimik, ne, die auch eine große Rolle spielt. Also man muss ja vielleicht gar nicht so viel sagen und trotzdem kann man den anderen verstehen oder auch missverstehen. Oder missverstehen, ganz genau. Sie verraten schon viel mit nonverbalen Kommunikation, also die Migranten oder Migrantinnen hier bei uns. Oder man spürt raus, was sie dann auch wirklich wollen und nicht wollen. Ja. Du bist ja, deine Zielgruppe oder deine Klienten und Klientinnen sind ja entweder im Businessbereich oder aber auch privat, ne? Eher ja, Privatleute. Was die Kommunikation. Privatleute, ja. Was ist denn so im Schnitt das meiste, warum die Menschen zu dir kommen? Beziehungsprobleme zum Beispiel oder Kommunikation am Arbeitsplatz, wie man mit jemandem vorgehen könnte, sollte, müsste. Das ist Aber schon. ich sage immer, ohne Selbstreflexion geht das nicht. Ohne in mich hineinzuschauen, ob jemand wirklich dann bereit ist, das ist schon eine andere Frage. Ja, das ist schon, ja, das ist weit verbreitet. Man projiziert das eher immer auf den anderen lieber, ne, als Ja, auf sich natürlich, selber. das ist viel Ja. einfacher. Ja. Das Ja. erlebe ich auch privat. Das ist Ja. normal. Ja, es ist häufig so, und Die, ja. was auch viel verbreitet ist in Beziehungen, ob das jetzt beruflich oder auch privat ist, dass auch eine ganz, ganz große Erwartungshaltung besteht auf den anderen. Und daran scheitert es meistens, ne? Also die Beziehungen gehen gerne auseinander, sage ich mal so, weil die Erwartungshaltung nicht erfüllt wird. Automatisch haben wir oft die Erwartungshaltung, dass der andere so sehen muss, wie ich sehe. Und unbewusst, wir merken es nicht mal, dass wir eine Erwartungshaltung haben. Außer wir stellen nachher die Fragen, zum Beispiel nach einer Auseinandersetzung, warum habe ich so reagiert? Was waren meine Hintergedanken, Hintergründe? Wie habe ich mich gefühlt? Und wenn wir gerade diese Fragen nicht stellen, nach Ja. einem Gespräch, dann lernen wir auch nicht raus. Dann wissen wir nicht, was soll ich dann nächstes Mal besser machen. Ich zum Beispiel, ich arbeite seit mehr als 10 Jahren auch im kaufmännischen Bereich. Und ich bat meine Chefin, mir zu sagen, hey, was soll ich besser machen? Wie kann ich besser kommunizieren? Oder wie komme ich rüber bei meinen Kollegen? Hast du Feedbacks gehört? Es ist egal von wem. Das interessiert mich nicht, ist auch nicht wichtig. Aber wie kann ich mich besser dann integrieren? Und das ist dann sehr hilfreich, wenn eine Chefin oder Chef uns diese Feedback gibt. Weil dann weiß ich, woran ich dran bin, was ich besser machen sollte oder wie ich besser kommunizieren sollte, schriftlich oder verbal. Ja. Darüber halt sprechen, zu spiegeln, ne? Zu schauen, wie ist es oder wie werde ich gesehen, weil die eigene Sicht ist natürlich immer eine andere als die Sicht von anderen Oh Menschen. ja, Und ich das bin ist, perfekt. ja, ich auch. Ich erst. Und das ist natürlich aber auch in der privaten Beziehung in der Tat so. Man weiß häufig einfach nicht, was der andere denkt. Ja, also ich kenne das auch von. Also ich bringe auch Menschen bei, vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen, also wenig Angst zu haben und erkläre so, was da psychologisch gerade so passiert. Ne? Und da ist es wirklich, ist ja auch eine der größten Ängste, ist ja eher von wegen, was denken die anderen über mich? Ne?
Meistens ist es aber gar nicht so, dass die Leute das denken, was wir denken, was sie über uns denken, ne? Sondern die denken was ganz anderes, ne? Und das ist dann der Fehler eigentlich da dran, ne? Da haben also Ängste vor etwas, wovor sie gar keine Angst haben müssen, ne? Weil wir Menschen haben halt eine große Angst, ist die Angst vor Ablehnung, ne? Ja, darüber habe ich gestern mit dem Sohn von meinem Partner gesprochen. Er ist 12 und hat Angst vor der Prüfung, hat Angst vor der Gradierung, Ablehnung, kann nicht mehr weiter studieren, macht sich gerade schon Gedanken darüber und hat große Angst. Und ich habe ihm gesagt, okay, dann sag es. Ich habe Angst. Es ist in Ordnung. Aber ich schreibe trotzdem die Prüfung. Und dann haben wir das laut gesagt, zu verstärken. Und dann sagt er, ja, jetzt geht mir besser. Und dann habe ich gesagt, das mache ich auch. Ich habe Angst. Angst ist okay. Angst ist weder, meiner Meinung nach, weder positiv noch negativ. Es ist neutral. Es ist da, wenn man kann lernen, damit umzugehen, mit der Ja, Angst. sag wie es ist, sage ich immer Ganz gerne, genau. ne? Also das auszusprechen, sag wie es ist, ne? Und auch immer ist auch immer eine gute Frage, was kann im schlimmsten Fall passieren, ne? Ja, Ne? was kann am schlimmsten Fall passieren? Du kriegst eine schlechte Note und kannst du die Prüfung wiederholen? Ja, also. Ja, meistens denken halt immer die Menschen so, was denken die anderen dann, ne? Katastrophal. Ja, genau, das ist ganz interessant, ja. Spannend. Ja, woran arbeitest du denn literarisch? Woran arbeitest du gerade? Möchtest du weitere Fachartikel oder Fachbücher schreiben? Ja, mein Partner und ich möchten schon noch ein Fachbuch schreiben, also Halbfachbuch. Das ist ein ganz spezieller Bereich, das wäre Sexualität und BDSM. In meinem Buch, eigentlich letztes Kapitel, handelt sich, geht es um Cyberpsychologie, Dating, Sexualität und BDSM. Wir möchten eigentlich dieses Bereich nochmal anschauen und darüber recherchieren. Und ja, ich hatte auch mit Doms und Dominas Kontakt, auch noch immer. Und habe ich Blogs geschrieben. Und die meistgelesenen Blogs waren diejenigen, die über Sexualität handeln. Sie sind sehr interessant, wenn man die Auswertungen von Blogs anschaut. Ja, Und das kann ich mir zweite Stelle ist vorstellen. die Kommunikation. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist ja auch ein großes Thema in der Sexualität natürlich, die Kommunikation, jetzt egal in welchem Bereich, verbal oder auch ähnliches, Körpersprache und so weiter, ne? Und da kann mit der richtigen Kommunikation kann man da auch ganz viele Probleme lösen, ne? In dem Bereich, ne? Das ist sehr interessant. Ja. Ja, dazu kommen natürlich noch wie man aufgezogen wurde in einer Familie, die Hemmungen, Genau. die Glauben, ihr Glauben und so weiter. Also sehr, sehr viele Die Beziehung Faktoren. der Eltern, ne? Die eigene Ganz genau. Kultur. Die eigene Kultur spielt natürlich auch noch eine Rolle, ne? Dann Die die Beziehung der Tabus. Eltern, wie waren die Beziehungen der Eltern und warum, weshalb, wieso hat man immer so eine Einstellung zu irgendwas, ne? Also das ist immer ganz, ganz interessant, ne? Und da sind natürlich auch unsere Muster, unsere Prägungen natürlich auch Auslöser für irgendwas, ne? Auch in der Sexualität natürlich, ne? Und noch die schlechten Erfahrungen, die dazu kommen Genau, genau, mit der genau. Zeit. Weil auch da ist ja auch groß verbreitet, also einer der größten Muster, verbreitetsten Muster sind ja im Prinzip immer, ich bin nicht gut genug, ne? Das ist ein ganz verbreitetes Muster, so was viele Menschen haben. Und das spielt natürlich in der Sexualität natürlich auch eine Rolle, ne? Ja, ganz genau. Oder sie denken, ich bin super, aber sie sind das nicht. Ja, genau. Ja, wir wollen jetzt aber gar nicht da einsteigen. Wir wissen ja gar nicht, was YouTube dazu sagt, ob wir da was wegzensiert bekommen oder so. Wir Ja. schauen einfach mal. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Also wir werden noch das ein oder andere Sachbuch von dir lesen. Vielleicht auch interessant, unsere nächsten Ausschreibungen. Bin gespannt, was da von dir kommt. Sehr interessant. Und möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken für das sehr interessante und spannende Gespräch. Wir werden dein
Beitrag verlinken und wir werden auch deine Internetseite verlinken. Da können die Menschen drauf gucken und schauen, was du noch so alles machst. Ne? Ich bedanke mich fürs Gespräch. Danke dir. Danke dir, Firmas.